Der Militärgeheimdienst der Ukraine fängt immer wieder Telefonate russischer Soldaten ab. Eine neue Aufnahme deutet darauf hin, dass zwei ganze Einheiten der Kreml-Truppen ausgelöscht wurden, während sie sich der ukrainischen Gegenoffensive widersetzten. So berichtet ein russischer Soldat einer Frau am Telefon vom Schicksal einer Einheit. Der Soldat erklärt, dass das Massaker stattgefunden habe, weil die Einheit, Zitat, viel zu entspannt gewesen sei und vor einer erwarteten Ablösung von der Front getrunken habe, Zitat. Sie wussten, dass sie bald abgezogen werden würden, also mussten sie einfach nur geduldig sein. Aber nein, sie müssen sich betrinken. Die Ukraine meldet seit Tagen Fortschritte bei der Gegenoffensive, über die auch das US-Institut für Kriegsstudien, ISW, in seiner in Washington am Samstag veröffentlichten Analyse schrieb. Dort war unter Berufung auf russische Quellen die Rede von Problemen der Besatzer. Für Russland verschlechtere sich die Lage an der Front.